Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. Letztes Mal haben wir euch die Technologie CapsMan vorgestellt und theoretisch besprochen, wie das alles so funktioniert und was es kann. Und heute werden wir uns anschauen, wie es wirklich funktioniert. Genau. Dazu erstmal Überblick über unser Setup. Wir haben einmal hier am Tisch stehen zwei MikroTik-Router, das sind diese beiden hier. Die werden wir als Access Points benutzen. Genau. Richtig. Und dann haben wir noch eine virtuelle Maschine, die wir als CapsMan benutzen. Genau. Man könnte jetzt dann noch einen dritten MikroTik-Router dazu benutzen. Ist egal. Also wo das Router ist ausgeführt, ist vollkommen gleich. Ich habe es einfach als halber, weil ich jetzt nicht drei Dinge auf den Tisch stellen wollte, einen virtualisiert. Und der muss auch kein WLAN-Interface haben. Der muss nur RouterOS 6.11 oder höher haben. Ja. Und dann kann ich CapsMan einschalten. Also man kann alles virtualisieren, was keine Antennen braucht. Ja, so ungefähr. Okay, schauen wir doch mal rein in der Konfiguration. Was habe ich da gemacht? Ich habe drei Router konfiguriert. Das ist mein virtualisierter. Den habe ich hier gleich mal CapsMan auch benannt, als Systemidentität. Schlau. Dann habe ich hier meinen Cap 1. Das ist der mit der IP 201. Und das ist der mit der IP 202. Das ist mein Cap 2. Das ist ganz einfach. Also dreimal Standard-Setup ohne jede Cap 1 und 2 habe ich komplett zurückgesetzt und nur auf dem ersten Interface die IP hochgefahren, sonst nichts. Also keine weitere Konfiguration. Und bei dem habe ich auch nur die IP hochgefahren und CapsMan gleich installiert. Ist das ein jetzt Paket, einmal oder? Ganz wichtig jetzt zu wissen, wenn der CapsMan installiert ist, sehe ich hier in der Winbox zum Beispiel dieses CapsMan-Symbol. Bei x86-Installation jetzt hier in der virtuellen Umgebung habe ich einfach gesagt, installiere mir CapsMan mit. Dann ist CapsMan auf alle Fälle von Haus aus gleich da. Bei allen anderen Geräten ist es so, dass ich das Paket erst aktivieren muss. Das muss ich jetzt auch tun, auch auf den Caps. Also auch auf den zu steuernden Access Points muss ich diesen Caps-Manager auf den Sklaven. Genau. aktivieren, damit ich die mir über den zentralen Manager einverleiben kann. Also ist alles in diesem einen Paket enthalten, ob es jetzt Master oder Slave ist, sozusagen in Anführungszeichen. Wie mache ich das? Hier sehen wir keinen CapsMan und können auch hier unter Wireless keinen CapsMan definieren für meine Umgebung. Deswegen muss ich das Paket erst einmal aktivieren. Dazu gehe ich unter System Packages. Hoch. Hier? Nein? Eins verrutscht. Schade. Nächster Versuch. Packages. So. Dann gibt es ab Version 6.11 dieses Paket und es ist standardmäßig aus. Das heißt auch nicht CapsMan, sondern das heißt Wireless. FP. FP. Ja. Um Verwirrung zu stiften. Genau. Das muss ich hier enablen. Okay. Dann sagt er hier Scheduled for Enable. Und dann muss ich den Router neu starten. Genau. Und wenn ich jetzt hier nochmal reingehe in die Winbox, das glaube ich war der 201, waren wir gerade. Noch warten, bis der nochmal piepst. Also währenddessen das schon mal bei dem zweiten auch machen. Während wir warten. Nochmal dieselbe genau. Enable. Und ein Neustart. Gut, dann piepsen die irgendwie fröhlich vor sich hin. Genau. Der erste dürfte wieder schon wieder da sein. Genau. Wunderbar, und das CapsMan erscheint, wie du es vorher gesagt hast. Genau. Tatsächlich. Nicht nur hier das Icon CapsMan. Wichtig für meinen WLAN Access Point ist hier unter Wireless der Schalter Cap. Hier kann ich konfigurieren, welchen CapsMan er verwendet oder wie er den findet. Und hier kann ich den CapsMan selber konfigurieren. Das heißt, hier ist die Konfiguration für die Zentralinstanz. Die brauche ich jetzt auf meinem Access Point nicht. Und hier ist die Konfiguration für den Client. Das gleiche haben wir jetzt hier im anderen. Da connecten wir uns auch nochmal drauf. Auf der 202. Da dürfte es auch da sein. Genau. Mit was fangen wir jetzt an? Als allererstes müssen wir mal den CapsMan überhaupt aktivieren auf unserer Zentralinstanz. Und danach können wir uns die Access Points mal einverleiben. Wie gehe ich davor? Ich gehe auf CapsMan und gehe auf den Schalter Manager. Standardmäßig ist er jetzt hier noch aus. Ja. Deswegen schalte ich ihn jetzt einfach mal ein. Der erste Schritt. Dann haben wir eingangs schon mal erwähnt, wie wir das vorgestellt haben, dass der mit Zertifikaten arbeitet. Das kann ich alles sehr einfach automatisiert
erledigen. Mhm. Ich könnte jetzt hier ein eigenes SSL-Zertifikat importieren und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich sage, mir ist das egal, ich hätte einfach gerne eine Self-Signed CA und jeder Access Point soll dann ein Zertifikat kriegen, das diese CA signiert, kann ich hier einfach auf Auto stellen. Das ist das Allereinfachste. Das ist ja praktisch. Und sage dann hier Apply. Und dann wird es ein bisschen dauern und dann erscheint hier unten die Zertifikate, die er generiert hat. Mhm. Die kann ich hier auch nochmal anschauen. Wenn ich reingehe unter System Certificates, sehe ich, dass hier diese zwei Capsman-Zertifikate sind. Das heißt, es ist einmal die Capsman-CA, die er hier gemacht hat und hat für diesen Capsman selbst gleich ein Zertifikat ausgestellt, das über diese CA signiert ist. Mhm. Das ist einmal das allererste, dass der Capsman hier im Empfangsbereich ist, kommunizieren kann. Das ist schon jetzt eigentlich alles gewesen, was ich machen muss. Und jetzt kann ich anfangen, mir Access Points einzuverleiben. Mhm. Wie gehe ich davor? Ich gehe jetzt auf so einen Access Point und sage Cap. Ich enable Cap. Dann sage ich, welche von meinen WLAN-Interfaces möchte ich gerne dem Capsman zur Verfügung stellen. Ich könnte mehrere haben. Ich könnte mehrere haben, genau. Virtuelle es gibt ja auch. Die Module auch. Nein, virtuelle nicht. Virtuelle nicht, nur genau. Physikalische. Wichtig, die virtuellen auf diesen physikalischen Master-Interface konfiguriert dann der Capsman. Okay. Mhm. Wenn ich jetzt also ich einfach, erreiche wirklich nur die Hardware. Genau, durch. Aber es gibt zum Beispiel auch modulare Modelle mit PCI-Karten, wo ich irgendwie 5 WLAN-Interfaces reinmachen kann. Mhm. Und da könnte ich sagen, die für Capsman und die nicht. Mhm. Okay. Gut, dann Certificate, das ist auch sehr praktisch, kann ich sagen, Request. Was macht das beim ersten Mal, wenn die noch nie kommuniziert haben und der findet den Capsman, dann generiert der automatisch ein Client-Zertifikat für den Cap und importiert es dann und kommuniziert den. Das ist sehr praktisch. Genau, also ein Initial-Setup sozusagen. Aber ich muss es dann auch irgendwann mal wieder ausmachen, weil sonst könnte mir jeder neue Access Points unterschleusen, weil ich schalte einfach irgendeinen Access Point ein in dem Netz und dann kommt der, kann ich dann sagen, jetzt höre ich auf oder ist es egal, weil der dann sowieso unkonfiguriert bleibt. Ja, er wird unkonfiguriert sein. Also ich muss ihn dann ja noch provisionieren. Mhm. Das heißt, ich mache mal einen Handshake für eine Steuerung, was er dann für Config kriegt, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, wenn mir das jemand macht, dann... erscheint er bei dir in der Liste und das war's. War schlimmstenfalls. Aber in der Regel hat man sowieso ein eigenes Steuernetz, wo keiner reinkommt, wo die ganzen WLAN-Access-Points drin sind. Und das kann ich auch mit Standardnetzmitteln absichern, wie MAC-Adressfilter und so weiter und so fort. Okay. Und das ist auch nur eine der Methoden. Also ich kann jetzt auch sagen, ich habe ein festes Zertifikat, ich mache kein Auto und ich deploy das dann auf den Access Point und nur wenn er das richtige Zertifikat hat, darf der und so weiter und so fort. Aber wie immer, mehr Sicherheit, mehr anstrengend. Richtig, so ist es. Und wir machen hier die allereinfachste Variante. Ja. Dann muss ich sagen, über welches Interface soll er denn den Capsman discovern? Das ist in meinem Fall Ethernet 1, weil ich es einfach über Ethernet 1 alle zusammengestopselt habe. Dann könnte ich hier noch weitere Sachen festlegen, zum Beispiel, wenn ich jetzt über Layer 3 gehe, würde ich hier eine IP-Adresse oder IPv4 oder V6 Adresse eingeben. Dann, ich kann einen Namen vergeben für den Manager. Ich kann sagen, wenn ich mehrere habe, ich möchte jetzt diesen Access Point genau auf diesen Capsman-Namen binden. Brauche ich auch nicht. Und Bridging-Optionen brauche ich auch nicht. Jetzt sagen wir einfach mal Apply. Und im besten Fall müsste er ihn finden. Und dann dementsprechend das WLAN-Interface übernehmen. Jetzt können wir mal schauen, ob der hier schon irgendwas tut. Genau, jetzt hat er es schon gemacht. Er sagt jetzt hier, dass er den Caps gefunden hat. Auf der zeigt die IP an. 100.200, hat dahin connected und hat hier das Zertifikat importiert und kommuniziert es damit. Das geht ja schön. Genau, was ist da passiert? Er hat jetzt hier mir die Konfiguration für das WLAN-Interface genommen. Ist klar, weil der Capsman steuert das. Er sagt, Finger weg, Capsman. Genau, er sagt hier, was steuert er? Hier ist noch nicht viel, es ist keine SS-ID, es ist auch noch disabled. Hier ist irgendein Standard-Channel konfiguriert und Forwarding bedeutet, dass der Traffic zum Caps-Manager vorgewartet wird. Seht ihr es hier? Wenn ich jetzt hier reingehe, warnt er mich da unten auch nochmal und wenn ich hier jetzt irgendwas ändern möchte, dann sagt er, das kann er nicht, es ist Capsman aktiviert. Das heißt, jetzt ist die komplette Steuerung von dem Interface übernommen. Das Interface ist jetzt aus meiner Sicht deaktiv. Auch wenn ich hier reingehe, ich kann es auch nicht mehr bridgen oder sowas. Also ich benutze dann Local Forwarding. Wenn ich es als Local Forwarding konfiguriere, kann ich es dann wieder bridgen. Aber jetzt im Standard-Mode ist es komplett einverleibt und wird es nur noch über den Capsman gesteuert. Wenn wir uns die Capsman-Seite jetzt mal ansehen, dann sehen wir hier ein neues Cap-Interface. Und diesem Interface könnte ich jetzt die Konfiguration dementsprechend anpassen. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht, das machen wir dann im nächsten Schritt und professioniere die dann da drauf. Und hier unter Radio sehe ich da meine MAC-Adresse
und dass das hier mein erster Cap ist. Und dieses Interface taucht jetzt auch hier in der Interface-Liste auf als Cap 1. Und das kann ich dann bridgen, verwalten und so weiter und so fort, wie wenn es hier ein lokales WLAN-Interface wäre. Das geht ja schnell. Genau. Jetzt machen wir noch den zweiten dazu. Wir also dass wir hier vollständig sind, gehen wir der Wireless rein. Gleiche Übung nochmal, so ein Cap-Interface ist wieder mein WLAN 1. Zertifikat soll er bitte requesten. Das Covern über Ethernet 1. Und hier kann ich nur sagen, wenn du mal einen gefunden hast, dann bleib immer bei dem. Ja. Ist auch noch eine ganz gute Option. E-Vertragshaken. Genau, die können wir eben auch noch setzen. Das können wir vielleicht hier in dem anderen auch noch einstellen. Das ist ganz sicher eine gute Option. Jetzt bei uns nicht so schlimm, weil wir nicht mehrere Access Points haben. Aber genau, jetzt ist der zweite auch da. Und wenn wir jetzt nochmal wechseln in den 200er, dann sehen wir jetzt zwei Cap-Interfaces. Ja. Somit haben wir das erfolgreich einverleibt. Die haben sich über SSL die Verschlüsselung ausgemacht und sind jetzt eigentlich so weit, dass wir dann mit dem Konfigurieren von den ganzen WLAN-Instanzen anfangen. Aktueller Stand ist, wir sind nicht betriebsbereit, weil die sind nicht hochgefahren, diese WLAN-Interfaces. Also es funktioniert jetzt kein WLAN, weil wir nichts konfiguriert haben. Aber wir haben die Access Points jetzt zentralisiert. Wir haben die Hardware verkettet. Genau, und das miteinander so verknüpft, dass wir dann überhaupt fähig sind, zentral WLAN auszurollen. Gut, dann war es das von uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.